Gute Leute, hier ist mein erstes richtiges Review auf diesem jetzigen Channel und ich zeige euch natürlich zuerst die Waffe, die ich jetzt letztlich gebaut habe. Und ja, es ist das Drachentötermesser, wie man sieht. Die einzige Änderung, die ich gemacht habe seit dem letzten Video, ist, dass ich es eingefettet habe und euch eine richtige Kerbe reingehauen habe beim Testen. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, ich kann jetzt auch die Kamera, ich habe Film halt gerade mit meinem Handy mal wieder, deswegen sehe ich es gerade nicht. Aber hier ist diese richtig krasse Kerbe drin. Seht ihr das? Seht ihr diese Kerbe? Das ist richtig heavy, aber es ist halt auch nur Eisen und ja. Also, für die, die das Bildvideo nicht gesehen haben, das ist einfach ein einfaches Stück Eisen, wie eben schon erwähnt, oder Stahl. So sicher bin ich mir da auch nicht. Ich habe eine ziemlich gute Kurve rein, also das Kurve-Klinge reingekriegt, denke ich. Sie liegt ziemlich mittig und sieht auch schön aus, finde ich. Bis jetzt meine schönste Klinge von allen, also nur hier, das hier meine ich. Den Griff habe ich auch selbst gemacht aus Holz, einfach aus zwei alten Bettlatten und ja, habe ich ihn halt dran gebastelt und habe ihn halt abgeschliffen mit der Flex und in Form gebracht, so wie der Griff ist halt. Und unten habe ich noch so ein Stück übrig gelassen, hier von dem Metall, also unbedeckt einfach, als, ja so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, auf Deutsch, oder auf, ich weiß insgesamt nicht, wie es heißt, aber wenn man halt so einen Griffschlag macht, also wenn man dem Gegner die Waffe einfach, den stumpfen Griff einfach so voll ins Gesicht rammt oder irgendwo anders hin, und dafür habe ich das halt gelassen, so, weil es tut einfach weh, man könnte sowas, was auch immer benutzen halt, und ja, was gibt es noch viel zu sagen? Es liegt ziemlich gut in der Hand, denke ich, also finde ich. Ich habe damit ja schon ein bisschen rumgespielt, sage ich mal. Es liegt gut in der Hand, man rutscht nicht so leicht ab, dadurch, dass es hier unten deutlich dicker wird wieder. Es liegt gut, es passt perfekt eigentlich in meine Hand rein, wie man sieht. Also, passt ziemlich gut rein. Und ja, man rutscht auch nicht so leicht nach oben ab, durch hier den, wie heißt es, Guard. Handschutz, Abrutschschutz, keine Ahnung, wie das heißt. Soll ich mich mal informieren, oder? Ja, man rutscht dadurch halt nicht so leicht ab und mir ist es doch ganz gut gelungen, finde ich. Ich kann nur jedem empfehlen, das, die beiden Videos zur Herstellung von dem Messer hier zu gucken, kann ich jedem nur empfehlen. Und ich werde demnächst auch noch ein Testvideo machen, aber erst nachdem ich hier die Dellen wieder raus habe, weil ich habe jetzt hier eine drinne und da. Wie gesagt, ich werde da sobald noch ein Testvideo machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das teste und wie ich es am besten filme, weil mit der Kamera, mit der ich das Bauvideo gefilmt hatte, also wie ich es halt baue, ist so scheiße die Kamera. Die benutze ich echt nur dafür eigentlich, weil die hat halt ziemlich niedrige Auflösung und ja, die ist halt scheiße. Deswegen kann sie ja ruhig kaputt gehen. Schärfe, ja, es ist relativ scharf, also ist nicht das Schärfste überhaupt, aber es würde reichen. Ich meine, es ist scharf genug, um ein bisschen Haut abzuschneiden, wenn ich drüber gehe. Aber ja, die Masse einfach macht's. Das Ding ist echt schwer. Ja, kämpfen würde man damit wahrscheinlich mit einem normalen Messer einfach. Also, und vermutlich eher nicht im Sitzen, also eher im Stehen so. Ich kann mir gut vorstellen, dass man damit auch stechen kann oder richtig gute Hiebe einfach, finde ich. Man könnte sogar zweihändig nehmen. Fast, also wenn es ein bisschen größer wäre. Es geht gerade so, wie man sieht. Und ich denke schon, es wäre eine ziemlich starke Waffe. Ich würde hierfür gerne noch eine Hülle bauen. Aber ich weiß noch nicht wie. Mal schauen. Gut Leute, das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Video, was eigentlich auch direkt schon fertig sein müsste.